Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Video. Ich finde ja, dass Kreuzfahrten einfach wunderbar sind, aber trotzdem gibt es noch einige Dinge, die verbessert werden müssen. Darüber spreche ich in diesem Video, also viel Spaß! Der wichtigste Punkt ist ja auf jeden Fall die Umwelt, da Kreuzfahrtschiffe diese mit ihren Abgasen sehr doll belasten und auch die Kreuzfahrer diesen vielen Feinstaub einatmen müssen. Und wenn sich die Kreuzfahrtschiffe in Häfen befinden, dann erzeugen sie den Strom dadurch, dass sie die Maschinen anlassen. Und das ist ja auch sehr schlecht für die Städte, in denen die Kreuzfahrtschiffe anhalten. Und da hat AIDA schon einen sehr großen Schritt gemacht, um wenigstens dieser Problematik in den Häfen gegenzutreten. Und zwar verwenden sie Flüssigerdgas als Antriebsmittel, um den Strom zu erzeugen. Und das sollten, finde ich, auch die ganzen anderen großen Reedereien vor allem, weil sie ja das Geld dafür genauso haben wie TUI und die anderen großen Konzerne, wirklich sich da ein Beispiel dran nehmen und wenigstens auch diesen Schritt so langsam mal gehen und nicht einfach darauf vertrauen, ja, solange es noch klappt, einfach weiterzumachen und das schlechte Schweröl zu nehmen, was die Umwelt noch viel mehr belastet. Aber trotzdem sollte auch AIDA und alle anderen Reedereien natürlich weiterdenken und diese Flüssigerdgastechnologie auch auf dem Meer verwenden. Nur weil es halt günstiger ist, machen sie das nicht. Und ja, das ist nicht gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, dass diese neuen Filtersysteme das Schweröl wieder ungefährlich machen, aber das ist trotzdem nicht so, weil nicht alles rausgefiltert werden kann. Vor allem der Feinstaub, der belastet selbst in der Kabine die Passagiere sehr doll. Wenn ich daran zurückdenke, als ich abends auf einem Kreuzfahrtschiff an Deck gegangen bin und den qualmenden Schornstein gesehen habe und dann gewusst hätte, dass das Flüssigerdgas ist, das wäre einfach ein ganz anderes Gefühl gewesen, zu wissen, dass die Umwelt dadurch nicht belastet wird. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass es sich für die Reedereien letzten Endes deutlich lohnen würde, da es vielen Kreuzfahrern auch wichtig ist, dass sie die Umwelt nicht belasten, wenn sie denn die Möglichkeit dazu haben. Und andere Reedereien wiederum würden da denken, oh, wir müssen auch mal nachrüsten, weil sonst stehen wir in einem schlechten Licht. Also ich glaube, es würde sich wirklich rendieren für die Reedereien. Als nächsten Punkt, was noch verbessert werden muss, ist wirklich, dass es auf manchen Kreuzfahrtschiffen nicht genügend Rettungsboote für alle Personen gibt. Das klingt jetzt erstmal sehr heftig, wenn man das hört. Das hat mich auch überrascht vor einiger Zeit. Aber es ist wirklich so, dass unter manchen Flaggen es nicht nötig ist, genug Rettungsboote zu haben, wenn man diese durch Rettungsinseln ersetzt. Und das ist, finde ich, einfach inakzeptabel, die Sicherheit der Passagiere so aufs Spiel zu setzen, nur um noch mehr Balkonkabinen anstatt Rettungsbooten bauen zu können. Denn eine Rettungsinsel ist einfach viel unsicherer, alleine weil sie keinen eigenen Antrieb hat. Als nächstes möchte ich einmal über die Arbeitsbedingungen auf Kreuzfahrtschiffen sprechen. Und das ist, finde ich, auch nicht okay, wie die Leute dort behandelt werden, wie viel sie arbeiten müssen und wie viel sie verdienen, nur weil sie vielleicht aus anderen Ländern kommen und dort die Arbeitsbedingungen so sind. Und zwar arbeiten bei vielen Reedereien die Crewmitglieder 12 Stunden am Tag und bekommen pro Stunde nur so circa 2 Euro. Denn das Ganze wirkt sich ja auch auf die Zufriedenheit der Passagiere aus, da das Klima an Bord ja immer stark von der Zufriedenheit und der Ausgeglichenheit der Crewmitglieder abhängig ist. Um jetzt aber mal von den ernsteren Dingen zu den Luxusproblemen der Kreuzfahrer zu kommen, möchte ich mal über die Größe der Kreuzfahrtschiffe sprechen und was man da vielleicht rückwirkend so langsam auch wieder verändern könnte. Und zwar bin ich auch noch wirklich der Meinung, dass man währenddessen man die großen Kreuzfahrtschiffe baut für die Leute, die das wirklich mögen, auf so großen Kreuzfahrtschiffen Urlaub zu machen, auch noch mehr kleine Kreuzfahrtschiffe bauen sollte, da wir im Moment wirklich so einen Wandel erleben, dass die großen Kreuzfahrtschiffe immer mehr Passagiere aufnehmen können und dadurch auch günstiger werden, während die kleinen Kreuzfahrtschiffe immer teurer werden. Und wenn man sich das wirklich immer weiter so abspaltet, wäre das wirklich sehr schade, meiner Meinung nach. Und deswegen sollte man wirklich auch versuchen, mehr kleine Kreuzfahrtschiffe zu bauen, weil die eben auch meiner Meinung nach so viele Vorteile haben. Über das Thema spreche ich irgendwann nochmal in einem anderen Video, wo ich mal vergleichen werde zwischen großen und kleinen Kreuzfahrtschiffen, was, finde ich, ein sehr interessantes und wichtiges Thema ist. Auf jeden Fall wäre das wirklich schön, dass man einen Wandel irgendwann nochmal wieder in die andere Richtung erleben würde. Aber auch auf vielen größeren Schiffen, liebe Reedereien, gebt dem Gast das Gefühl, dass es euch wirklich sehr wichtig ist, dass er einen wunderschönen Urlaub verbringt und dass es euch dann nicht an Bord auch noch so sehr ums Geld machen geht, weil ich glaube, auf eine viel weniger aufdringliche Art und Weise könnte man durch ein gutes Klima an Bord den Gast dazu bringen, eher mehr auszugeben, als würde man das auf so eine aufdringliche Art und Weise in Anführungszeichen
Es ist natürlich von Reederei zu Reederei auch sehr verschieden, aber im Großen und Ganzen würde eine etwas weniger aufdringliche Art und Weise, glaube ich, das Ganze noch deutlich besser machen, weil der Gast den Urlaub besser in Erinnerung hat und vielleicht auch, weil es ihm einfach an Bord besser gefällt, weil er sich mehr wohlfühlt, auch mehr ausgeben wird. Also das ist zumindest so meine Meinung, wie ich auch ticke sozusagen und wie ich mich an Bord verhalten würde. Kommen wir aber zum nächsten Punkt, darüber habe ich mir auch schon länger Gedanken gemacht und zwar würde ich es wirklich super toll finden, wenn man die Tenderboote mal mehr ausnutzen würde, vor allem auf kleineren Schiffen und dann zum Beispiel mal vor einer Insel irgendwie ankert und mit den Tenderbooten in irgendwelche Buchten reinfährt. Überlegt mal, wie viele Möglichkeiten man da eigentlich hat. Vor allem, weil Kreuzfahrten ja im Moment mehr auf die Städte konzentriert sind, könnte man doch mal ausprobieren, wie es den Leuten gefallen würde, wenn man mal etwas Abwechslung reinbringt und die Tenderboote ausnutzt und kleinere Häfen ansteuert und die ganzen Buchten und so von den ganzen vielen unbekannten Ländern und so weiter ansteuert. Ich würde es richtig toll finden. Um aber nochmal über die Kreuzfahrtschiffe selber und über die Einrichtung zu sprechen, denken wir doch einfach mal an einen Kabinengang. Meistens haben die ja einen sehr dunklen Boden und einen etwas billigeren Teppichboden, aber das verstehe ich nicht. Warum machen viele Reedereien, viele günstige Reedereien überall so wunderschöne Teppichböden, aber in den Kabinengängen dann meistens so dunkle, einfarbige, schlichte, günstigere Teppichböden? Wenn ihr da irgendeine Antwort drauf habt, dann könnt ihr das ja mal in die Kommentare schreiben. Das waren so meine Punkte, was Reedereien noch verbessern sollten, um Kreuzfahrten wirklich komplett perfekt zu machen. Aber jetzt interessiert mich eure Meinung wirklich sehr doll. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr noch weitere Punkte kennt oder ob ich vollkommenen Blödsinn geredet habe. Bewertet das Video, wie es euch gefallen hat, nicht ob ich die richtige oder falsche Meinung habe. Und wir sehen uns dann am Freitag wieder zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Bis dahin, tschüss!